Hier sehen wir jetzt eine Zusammenstellung der ganzen Materialien und Einsatzgegenstände, die jeder Rettungshundeführer und die Rettungshundestaffel insgesamt braucht. Wir sehen erstmal hier die persönliche Schutzausrüstung für den Hundeführer, was ganz notwendig ist. Jacke, Hose, Schuhe, der Helm. Dann kommen noch die wichtigen Ausrüstungsgegenstände dazu für den Hund. Wir haben die Kenndecke, wir haben die Schwimmweste. Und was an technischem Equipment für uns eine ganz besondere Notwendigkeit inzwischen ist, ist unser GPS, wo die Hundeführer einerseits wiedergeben, weitergeben. Man kann dann einfach sagen, okay, waren Besonderheiten, so war der Trailverlauf. Wo setzen wir weitere Rettungskräfte ein? Gleichzeitig ist es für die Trailer gut, ihre Trails aufzuzeichnen, um es einfach zu dokumentieren und hinterher zu sagen, okay, da war es auffällig, da lief es lang, da ist vielleicht eine gewisse besondere Situation gewesen. Für unsere Einsatzleitung ist es dann noch ganz wichtig, dass die einfach dieses Equipment auch auswerten können. Einerseits den Laptop, dann den Drucker, um die Karten auszudrucken, um die Einsatzbefehle rauszugeben. Um diese Ausrüstung anzuschaffen, sind wir auf eure Unterstützung und Spenden angewiesen. Nur so können wir weiter Leben retten.